liebe Leute, Zuwachs haben wir bekommen in der letzten Folge noch. Herzlich willkommen erstmal an den Kollegen hier rechts. Das ist der Marc. Hi. Also von meiner Seite ist rechts. Und dann haben wir noch jemanden dabei, jemand Neues. Das ist der Marco. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ja, was wir gleich machen wollten, war als letztes diese... Okay. Das Lincoln Memorial, das machen wir nämlich jetzt auch, das sind 1,6 Kilometer, das habe ich gerade voll irritiert dort. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit den Gegnern, vor allen Dingen von der Höhe her, von den Leveln her, weil wir, ihr seht es oben rechts, um einiges gewachsen sind. Die Gegner mittlerweile haben Level 28 und 29. Da wir gerade mal Level 17 und 19 sind, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Okay, die arbeiten hier. Komm, wir geben mal 30 Komponenten ab. Tack, nimm da das mal mit. Oh, die haben Waffen gedroppt. Blaues Zeug. So, wir sind eigentlich unterwegs zum Hauptmission. Aber normalerweise, wie man das auch bei mir in den Aufnahmen kennt, kann das passieren, dass wir durchaus mal einige Nebeneinsätze dazu bekommen. Wenn wir gerade mal so Gegner rennen oder so, oder... Ja, so viel zum Thema dazu. Wir sind nämlich gerade wieder drin. Warum? Ja, hau mal mit der Schrotflinte da, der Kollege. Dann brauche ich meine Heilung nicht. Genau, einen Supporter haben wir. Der Marc ist nämlich unser Supporter. Also unser Haupt-Sani. Also bei kleinen WWchen und Blessierchen. Gibt's ein Pflaster. Genau, gibt's das. Gibt's das. Ja, aber ich hätte gerne eins mit Batman-Aufdruck. Alles dabei. So. Das habe ich mal als Kind geliebt, so die Pflaster mit diesen bunten Aufdrücken und so. Jo. Vor allem, ich habe so früher so panische Angst vor Spritzen gehabt, wollte ich dann, wenn ich irgendwie im Kinderarzt oder sowas welche Spritzen bekommen habe oder sowas. Boah, nee, das war immer so der reinste Horror. Oh, das sind ja einige. Ach, das ist eine Mission. Das ist eine öffentliche Hinrichtung. Ei. Da schleicht sich irgendwas rechts weg. Geschütz. Irgendwas wird uns in den Rücken fallen. Kommst du mal raus da? Gesundheit der Geisel ist kritisch. Verdammt. Die Geisel ist tot. Alle Geiseln sind tot. Voll verkackt gerade. Ah, was passiert? Scheiße. Boah, meine Sniper-MG, die verzieht so übelst. Okay, halt ihn den Rücken frei. Wobei ich glaube, wir sind da nicht auf unserem normalen Level. Wir sind, glaube ich, auch hochgezogen auf Level. Wir sind jetzt quasi wie Level 29. Ja. Deswegen sind die Gegner noch machbar. Aber wenn du drauf halt. Pfff, bisschen schuldig ist immer. Das klappt auch in Rainbow. Ich kann also. Hat ein Kumpel mal geschafft. Einfach. Gegner stand vor ihm, er schießt durch. Obwohl der eigene Mann direkt davor stand. Er schießt den eigenen Mann mit, aber schießt den Gegner weg. Egal. Einfach weggeschossen. Deswegen sage ich einfach. Einfach durchhalten. Irgendwann ist auch der. Wenn man das auch der eigene Mann durchsiebt. So. Und dann geht die Reise weiter. Ja. Ja, hier sind auch wieder Gegner. Bedroht Zivilisten. Spät. Okay, warum nicht? Spät nun mal. Munition.
Ich stand da drin. Ich stand drüber spät. Also von spät hin. Nicht von zu spät. Ich habe mittlerweile 20 nach 11, also ist es spät, ja, das stimmt auch. Aber pff, ja, wir haben ja Wochenende, man kann ja auch mal auch ein bisschen Nacht oder Abend aufnehmen. Keine Munition verschwenden, dann stirbt, dann brauchst du gar keine Munition mehr. So. Ah. Hä? Bisschen gebockt, der Gegner. Sichern Sie den Außenposten der True Suns und legen Sie die Sender still. Mir wird schlecht, wenn ich diese Spinne gut hören muss. Holen Sie sich dann die. Ja, wir haben aber hier gerade noch einen Außenposten. Transmitter der True Suns sichern. Aber das ist okay, das können wir mal eben mitnehmen. Wobei. Was? Ja, du hast recht. Ich wäre jetzt weitergegangen, weil da steht ja was an Eingang sichern. Ja, passiert. Ich gerade nur orientieren. Einer ist, glaube ich, oben auf dem Dach. Hier ist ein Aufgang. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich gerade mal euren Sender kurz deaktiviere, ne? Erstes weg. Ah, das war eine gute Idee. Aber ich habe das Ding gemacht, doch. Ich habe meinen Job erledigt. Ja, ich bin halt jemand, der im Zweifel eben irgendwo reinrennt. Oh, der ist tot. Oh, da kommt was in den Rücken. Schon vorbei. Wir brauchen ja immer noch zwei Transmitter. Aber es kommen wieder Feinde ohne Ende gerade. Heieiei. Da haben wir meine zweiten auch kurz im Weg. So. Ja. Da hinten ist der letzte. Der weiteste hier vorne. Ich bin schon unterwegs. Ich empfange keine Breitbandübertragungen von dort. Und jetzt suchen Sie dieses Technikversteck. Genau, da müssen wir jetzt hier runter wahrscheinlich. Oh, hier. Munition, ja. Wunderbar, das ist durchaus nicht unwichtig. Hier ist auch noch was zum Plündern. 30 Hochgeschwindigkeitsmunition. Jo. Sehr schön. Aber mir ist auf jeden Fall auch aufgefallen, dass zum Beispiel die Gegner durchaus intelligenter sind als im ersten Teil. Oh
Oh ja, um einiges. Weil die, der zum Beispiel jetzt gerade wieder sich hingelegt hat, das ist normalerweise, seit dem ersten Teil hat der blöd rumgestanden, teilweise nur. Jo. Und die JTF-Leute, also die Helferlein, die manchmal so ein bisschen rumrennen, die sind durchaus gebrauchbar, durchaus brauchbarer als... Ja. Wer ist aber nicht echt unfähig? Also teilweise. Also da hat sich Ubisoft schon mal ein bisschen mehr einfallen lassen, haben sie gut gearbeitet. Und bisher auch noch nicht groß Bugs irgendwie entdeckt. Nein, auch nicht. Also ich weiß nicht, wie intensiv ihr den ersten Teil gesuchtet habt. Ich blende mal hier gerade. Da gab es ja die eine Mission mit der Werkstatt, glaube ich, wo du oben auf diesem Vordach bist. War das nicht der linke Tunnel? Kann das sein? Ja, ich meine ja. Ja, ja, richtig. Wo du dann oben auf dem Dach sitzt und einfach durch das Dach durchgeglitscht bist. Ja, ja. Das ist mir nicht nur einmal passiert. Das fand ich aber lustig. Oder wo du dann mal durch die Kiste nicht öffnen kannst, die dann in der Ecke rumstanden und dann... Aua. Jo. Granatenheini, ja. Ist kaputt. Schön. Sie haben einen Außenposten der True Suns außer Gefecht gesetzt und Shaytek in ihren Besitz gebracht. Warum kommen Sie nicht zur Basis? Dann machen wir etwas Nützliches daraus. So. Hier kommen wir. Kiste. Ja. Ich nehme sie nur mit, ich plündere sie nur. Ich brauche sie nicht, weil ich bin eigentlich tatsächlich kein großer Scharfschütze-Fan. Ist nicht so. Ich bin MG. Ich spiele über eigentlich fast nur MGs. Außer bei Rainbow, ab und an habe ich da tatsächlich mit Scharfschütze angefangen, also mit Gläschen und so. Und bin dann nochmal auf dem Game gestiegen. Gut. Was machen wir denn noch? Eigentlich wollten wir tatsächlich noch ein bisschen was machen. Ach komm, können wir nicht aktiv lassen, ne? Aber hier. Genau, DCD-Hauptquartier, das haben wir ja schon gemacht. Gut, da können wir den Punkt eigentlich aktiv lassen und uns da mal irgendwie hinbegeben. Das ist immer noch das Lincoln Memorial. Wobei ich nicht weiß, ob wir das tatsächlich heute noch machen. Hier ist wieder was für auffüllen. Wo ich jetzt gerade hier stehe. Da war auch so eine Kiste. Muss hier irgendwo ums Eck stehen. Hier. Immer mitnehmen von dem ganzen Loot. Hier ist, glaube ich, auch wieder irgendwie eine Nimm. Propaganda, irgendwas, Lautsprechersystem. Ja komm, dann machen wir das nochmal die Hauptmission in der nächsten Folge. Dann brauche ich jetzt keine Hauptmission. Da brauche ich keine Hauptmission unterbrechen. Ich bin da eigentlich nochmal so kein Fan von. Da Breaks zu setzen, genau in die Mission. Das ist total ungewohnt bei dem Spiel hier. Mit dem Klettern und mit der Entdeckung gehen. Normalerweise ist das bei den meisten Shootern andersrum. Mm-hmm.
So. Das ist gar keine so schlechte Idee. Er rief gerade vor sich vor dem Geschütz. Das ist keine gute Idee, ist keine schlechte Idee. Dann schmeiße ich da mal kurz mein Geschütz hin. Dafür mal eben kurz 7000 Erfahrungspunkte bekommen. Für ein paar Random-Feinde wegschießen und für ein bisschen Spielerei. Ja. Gar nicht mal so schlecht. So, dann machen wir uns jetzt auf. Dahin. Und nochmal 4000, weil wir einen Park entdeckt haben. Gut, wir haben jetzt noch 600 Meter. Ja, da vorne ist ein gelber Scharfschütze. Jo. Also es ist kein gelber Scharfschütze ist, aber es ist halt einer mit einem gelben Feuerchen, mit einem an einem Spitzen. Ja, ich weiß es auch nicht, wie die das schaffen. Das ist krass, die werfen dir aus keine Ahnung wie viel Kilometer Entfernung und werfen sie das Ding genau vor auf dich. Ja. Ist so, ne? Oh, warte, ich war was zu plündern. Rucksack. Hier vorne. Das Ding habe ich auch im ersten Teil gehabt. diese Kugeln hier. Die waren immer lustig. Das. Was? Ui. Ja, wunderbar. Das hat man gemerkt. Nice. Der war. Bei mir ging gerade nur rechts, links die Schüsse durch. So. Ja, 400 Meter eigentlich müssen wir gerade so richtig gerade irgendwie einen Durchgang. Okay, hier will er nicht drüber. Weil sie müsste eigentlich hier durchgehen. Laut. Ja, okay. Dann gehen wir hier oben lang. Wahrscheinlich, oder? Nee, auch nicht. Ist alles zu? Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Müssen wir da wieder irgendwas machen? Was haben wir hier? Laut der Räuberleiter. Wäre eine Idee. Also okay, hier oben kommst du nicht weiter. Aber das ist hier hinter. Oder gehen wir, oder warte mal, kann man nicht außen rum gehen? Dass man gar nicht hier durch muss. Aber es sind noch keine Gegner für die Mission. Das sind einfach irgendwelche random Gegner. Aber es geht. Warte mal. Ja, ja. Der zeigt mir nur den Wegpunkt an dadurch. Ja, ja. Deswegen war ich ein bisschen irritiert. Lass mir die Gegner mal gerade ein bisschen aus. Das ist nämlich da hinten links, das Ding. Da
geht hier hinten weiter. Ich lasse die Gegner jetzt einfach gerade mal Gegner sein. Wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist hier vorne. Okay. Oh, warum nicht? So, dann müsst ihr jetzt. Ja, hier ist der nächste Break. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Giga. Yay. Gut, trotzdem mache ich mal hier Folgenberg. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.